Ja, herzlich willkommen zur 7. Yoga Challenge. Heute in diesem Video, wie kann ich die 4 Fehler vermeiden bei den Seitbeugen? Seitbeugen sind sehr wirksame Übungen, wenn du sie eben korrekt ausführst. Und das werden wir heute lernen und die Fehler vermeiden. Wir beginnen gleich mit deiner Seitbeuge. Franzi, kannst du mal in die Stellung gehen, in diese Stellung. Und der erste Fehler ist, dass die Leute oft so einknicken, so hier im hinteren Fuß. Das ist dann nicht gut, auch fürs ISG, für den unteren Rücken gibt es mehr Belastung. Und natürlich auch nicht gut fürs Knie. Hinten also ganz wichtig, da kommst du wieder raus aus der Stellung. Und das Zweite ist, dass die Leute dann eben zu tief und zu schnell in die Seitbeuge gehen, also so ein bisschen ruckartig. Und vor allem, wenn du einen sensiblen unteren Rücken hast, ist es wichtig, dass du nicht zu weit hineingehst, eher weniger hineingehst und vor allem langsam hineingehst in die Seitbeugen. Das ist ganz wichtig, dieses langsame, achtsame, eben angepasste Yoga für den unteren Rücken, für deine Bandscheiben. Das Dritte ist dann mit den Schultern, dass die Leute oft so ein bisschen die Schulter so nach vorne bewegen. Das vermindert dann eben die effektive Dehnung hier an den Rippen. Das ist wichtig, dass man die Schulter schön nach unten zieht und wirklich die Rippen so mobilisiert. Also Schultern nicht hochziehen zum Ohr, sondern weg vom Ohr ziehen. Das ist ganz wichtig. Dass der Nacken lang ist, ist auch wichtig. Und der vierte Fehler, dass die Leute häufig da dann eng werden, die Rippen zusammenquetschen, das ist natürlich nicht optimal. Darum ist es wichtig, dass sie gar nicht so weit gehen und hier in dieser Rippenseite auch lang bleiben, sodass beide Rippenseiten lang und weit und offen sind. Und dann ist die Seitbeuge eine wunderbare Stellung, die dich beweglicher macht und auch kraftvoller. Da kannst du langsam aus der Stellung kommen. Ja, dann üben wir das eben, diese 4 Fehler zu korrigieren. Das erste, die Beine etwas weiter auseinander, so eine leichte Grätsche. Und dann gehst du einatmen mit den Armen hoch und beugst dich zur rechten Seite. Und jetzt achtest du einfach, kommst wieder in die Mitte, dass du mit den Füßen stabil bleibst, dass du mit den Außenkanten gut verankert bist. Machst das ein paar Mal mit dem ersten Fehler, korrigieren, stabile Füße, nicht einknicken. Der Vorfuß ist fest verankert, die Großzehengrundgelenke im Boden, die Außenkanten gut nach außen und gleichmäßig belastet. Und sanft nach links und rechts beugen. Mit der Ausatmung ist ganz wichtig, dass du. Und dann kommst du aus der Stellung heraus und kommst etwas breiter in eine Grätsche, schon etwas weiter. Und dann atmest du ein, nimmst die Arme so V-förmig hoch. Und jetzt eben ganz langsam nach rechts beugen, indem du langsam und nicht so weit hineingehst und dann einatmen in die Mitte kommst, ausatmen nach links beugst. Einatmen wieder in die Mitte und eben dieses sanfte, langsame Reingehen ist ganz wichtig für die Belastung im unteren Rücken, sodass du auf keinen Fall Schmerzen hast. Sehr gut machst du das, Franzi. Und dann kommst du langsam hoch und senkst deine Arme und jetzt bringst du den rechten Fuß nach außen in diese Seitstellung, nimmst die Arme auf Schulterhöhe, einatmen, weitest dich. Und gehst dann ganz langsam in eine Seitbeuge nach rechts, legst die rechte Hand auf. Wenn du nicht so beweglich bist, vielleicht weiter oben die Hand aufsetzen. Und dann kannst du den linken Arm noch etwas mehr über den Kopf ziehen. Und jetzt achtest du, dass die linke Schulter eben weg vom Ohr zieht, nach unten. Und die Rippen auf der linken Seite schön aufgedreht sind. Also die Schulter gut ausrichten, bleibst ein paar Atemzüge und kommst dann langsam wieder hoch und drehst den linken Fuß zur Seite, hebst wieder einatmen, die Arme auf Schulterhöhe und gehst ganz langsam und achtsam die Seitbeuge, legst die Hand auf und dann ziehst du den rechten Arm noch etwas mehr über den Kopf und jetzt achtest du wieder auf die Schulter.
kannst die Rippen noch etwas mehr nach oben öffnen. Wenn es dem Nacken zu anstrengend ist, kannst du den Kopf auch nach unten drehen. Das ist auch eine wichtige Anpassung bei den Seitbeugen. Und bleibst zwei, drei Atemzüge. Und wenn du das geübt hast, dass du die Schulter schön weit weg hast vom Ohr, dann wird es noch effektiver und gesünder. Und dann kommst du langsam wieder hoch einatmend. Kommst jetzt noch ein bisschen weiter in die Grätsche, wenn das für dich stimmig ist. Drehst den rechten Fuß wieder aus. Und dann integrieren wir alles. Beide Füße stabilisieren. Und dann nimmst du einatmend die Arme seitlich hoch. Und gehst ganz langsam in eine leichte Seitbeuge nach rechts. Setzt deine rechte Hand auf. Ziehst den linken Arm über den Kopf. Die Rippen sind lang. Und jetzt achtest du, dass auch die Rippen rechts noch lang sind. Und dass du in rechte Rippenseite und linke Rippenseite gleichmäßig atmest. Wenn dir das im unteren Rücken im ISG zu streng ist, kommst du etwas weiter hoch und passt es an. Es geht nie um die Form, sondern es geht immer um deine Stellung, die für dich am besten sich anfühlt. Wenn es im Kopf zu streng ist, im Nacken, kannst du den Kopf nach unten drehen. Sehr schön. Und da kommst du langsam aus dieser Stellung heraus und drehst den linken Fuß nach außen. Und nimmst wieder die Arme auf Schulterhöhe, richtest dein Becken auf, ganz langsam zur linken Seite gleiten, in die Seitbeuge, den rechten Arm etwas über den Kopf, die Rippen aufdrehen, achte, dass die rechte Schulter weit weg ist vom Ohr. Und nun schaue auch, dass die linke Rippenseite weit und offen bleibt, dass du ganz entspannt bist. In den Rippen und atme in beide Rippenseiten ein. Eine wunderbare Übung, die Seitbeuge für die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule, für deine Brustkorbatmung, für deine Schultern und deinen Nacken auszugleichen. Und dann kommst du langsam wieder hoch und kommst in eine hüftbreite Position, stellst die Füße wieder achtsam so auf, dass du gut zentriert bist, die Außenkante, die Knie sind gestreckt, nicht überstreckt. Das Becken ist aufgerichtet und deine Schultern kannst du senken lassen, die Augen schließen. Und dann wiederholen wir das nochmals, die Füße ausrichten, dass du stabil bist. Dann sanft in die Seitbeuge gehen, dass du nicht zu stark hineingehst und die Bandscheiben zu stark komprimierst. Dann die Schulter beim Arm, wo du über den Kopf ziehst, nach unten außen ziehen, dass die Schulter gut zentriert ist. Und dann beide Rippenseiten weit und offen lassen, dass du in beiden Seiten Länge hast, nicht eine Seite stauchst. Verinnerliche diese vier Korrekturen und dann spüre jetzt die Atmung in den Rippen. Ist die Rippenatmung tief? Sind deine Schultern zentriert? Und fühlst du dich aufgerichtet in der ganzen Wirbelsäule? Und dann kannst du langsam die Augen öffnen. Und ich danke dir für deine Präsenz, deine Achtsamkeit und wünsche dir viel Freude mit den Seitbeugen.